immer. Du musst auch den Marco schwätzen. Gehören dir, wenn der Marco redet? Hallo, gehört ihr mich? Kannst du mir einen ganzen Satz sagen? Ich bin der Marco Kreuzer. Ich bin der Marco Kreuzer von Kraftplatz. Und was willst du noch sagen? Hört ihr jetzt, könnt ihr mal sagen, ob ihr den Marco hört, wenn er schwätzt? Weil der würde dich sonst da vorne moderieren und er tut schwätzen. Das ist voll blöd. Das wieso? Hä? Er ist schon eingeschlafen. Nein, sie hören dich im Fall. Ja. Also wenn du willst, kannst du sitzen bleiben. Nein, ich bin besser. Du kommst näher. Kann ich ein bisschen lesen. Also gut, er kommt doch näher. Dann haben wir halt einfach nicht 10 Meter, 10 Meter, wie ich jetzt oben 10 gelesen habe, sage ich 10 Meter Abstand. 2 Meter Abstand. Sind noch viele, ich kann es gar nicht lesen. Was? Nein, wenn wir es jetzt eben, wenn wir es eben so heben, dann seht ihr uns schräg. Das ist wahrscheinlich für euch nicht so angenehm. Wir müssen einfach schnell ein bisschen Technik herausfinden, die für euch gut ist. Was ist besser? Quer oder hoch? Könnt doch schnell drei kommentieren, Hochweg oder Querweg? Ich glaube Hochweg, weil sonst wird es ihnen schlecht, wenn sie uns die ganze Zeit mit dem Querweg anlegen. Schwöre, du bist zu viel drin, habe ich dich so gern, liebe Kai. Hoch, also gut, hoch. Also gut, hoch. Hoch, alles hoch. Ein Hoch. Geht schon, Chefs, passt schon. Man kann im Nachteil einstellen, dass es nicht drüllt quer. Aha, ja. Mein Hund isst gerade an Markus seiner Katze ihres... Katzenfutter. Perfekt. Gute Überleitung, Kai. Wir kommen zum Essen. Hure gut, hure gut. Also, am Anfang ist es immer so ein bisschen schwierig, weil meistens irgendwo... Ja, eben genau, der Abstand ist das Problem, Sandra. Wir haben es vorher probiert, wenn der Marco auf der Couch hinten sitzt, aber... Uns ist ja, eh nicht mehr zu helfen. Nein, wir sind beide eh schon durch bei Rot. Also, was habt ihr euch aufgeschrieben... Oh, Haare im Gesicht. Was habt ihr euch aufgeschrieben? Was wollt ihr wissen über das Thema Ernährung? Gibt es irgendetwas, das euch gerade auf der Zunge brennt? Wollt ihr irgendetwas gerade wissen? Wollt ihr wissen, ob mein Hund Katzenfutter isst? Nein, Spass beiseite. Ja, was dürfen wir euch sagen? Was empfiehlst du mit Porridge dazu? Also was dazu? Ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich unbedingt ein grosser Fan von Porridge. Weil das Haferflockengeschmäuse wird einfach extrem sättigen und bringt nicht unbedingt die wirklichen Nährstoffe. Also es tut auch verringern, dass man eigentlich genügend isst. Also man muss im Porridge immer ein bisschen aufpassen. Bei meinen Sachen, die ich mache, tue ich eigentlich Haferflocken mehr am Morgen ein bisschen rein, also dabei, aber eher im kleineren Ausmaß, als wenn wir jetzt ein ganzes Porridge essen würden. Wenn dann vor allem Früchte als Kohlenhydratquelle noch, Nüsse zum Beispiel als Fettquelle und ganz einfach Magerquark als Proteinquelle oder es geht auch mit Skier oder es geht auch mit einem Proteinshake dazu in die Richtung. Einfach immer wichtig, Protein, Kohlenhydrat und Fett. Thema Porridge, ich habe in meinem Leben noch nie ein Porridge gehabt, darum kann ich hier leider nicht mitreden. was sollte man am Abend essen, wenn man Gewicht verlieren will? Das gleiche, wie man zum Mittag isst. Yes! Es kommt immer darauf an, man muss nicht, es ist nicht nur eine Mahlzeit, die es ausmacht, sondern es ist immer alles zusammen, oder? Und man tut eigentlich den ganzen Tag, braucht eigentlich der Körper Nährstoff. Man muss immer schauen, dass der Körper genügend Nährstoff hat. Nicht zu viel, weil dann tut er das zu viel ablagern. Aber wenn er zu wenig hat, dann verbrennt er aber auch kein Fett mehr, oder? Das heisst, man muss immer ein bisschen schauen, dass er eigentlich immer den ganzen Tag gewisse Nährstoff hat. Und das auch zu oben. Also das heisst, zu oben auch ganz normal. Kohlenhydrat, Protein, Fett, das gilt für jede Mahlzeit. Weil es ist natürlich auch so, wenn ihr nichts zu euch nehmt, dann könnt ihr auch nichts verbrennen. Also von dem her ist ganz wichtig, dass ihr eigentlich genau alles auf den Tag verteilt esst und nicht irgendwo dann findet, ja, am Oben esse ich jetzt irgendwie viel weniger oder sonst irgendjemand. Ich meine, wenn das jemand verträgt und jemand sagt, hey, ich tue meine Nährstoffe, die ich brauche, für den ganzen Tag verteilen, irgendwie nur bis zum Mittag oder so, macht das. Aber schlussendlich ist einfach wichtig, dass ihr eure Nährstoffe zu euch nehmt. Wenn ich jetzt am Abend am 10 Uhr noch Hunger habe, obwohl ich die Nacht hatte, dann hast du den Tag durch zu wenig gegessen. Ja, genau. Also grundsätzlich, das kann immer mal vorkommen. Wenn es vereinzelt vorkommt, ist das weniger tragisch. Nehmen wir vielleicht einen strengeren Tag oder was auch immer. Dann kann man auch gut beim Nachtessen schon, wenn man es eigentlich merkt, wenn man mit dem Körpergefühl spielt, mehr essen. Und sonst kann man auch gut nach dem Nacht noch etwas essen, eben im Sinne von ein bisschen mit Magerquark. Allenfalls dann dort nochmal vielleicht ein bisschen mit Haferflöckchen arbeiten, mit Ballaststoff.
so eigentlich in die Richtung, oder? Und wenn man Hunger hat, es kommt immer darauf an, auch was für ein Hunger das genau ist, weil der Hunger sagt dir immer, was dir fehlt eigentlich, oder? Also das typische Beispiel Heißhunger, Lust auf Süßes, ist immer ein Anzeichen von zu wenig Kohlenhydrat zum Beispiel, oder? Macht es denn Sinn, wenn man am Abend wenig Kohlenhydrat oder kein Kohlenhydrat nimmt? Nein, überhaupt keinen Sinn. Und das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du willst, abnehmen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wie rechnest du das aus, wie viel optimal ist... Entschuldigung, Moment, Hilfe. Wie rechnest du das aus, wie viel optimal ist, von welchen Nährstoffen wie viel und wie viele Kalorien? Das ausrechnen kann man es eigentlich immer nur, man kann immer noch theoretische Zahlen berechnen, das mache ich auch so mit den Plänen, darum arbeite ich mit Plänen. Und die Pläne tun die Leute eigentlich immer so ein bisschen anfangen und dann muss man immer schauen, wie reagiert der Körper. Das ist ja auch immer extrem abhängig von dem, was man macht. Das heisst, Stressfaktoren, Training etc., den ganzen Tag muss man da eigentlich berücksichtigen. Und da ich versuche mit meinen Leuten immer ein bisschen auch daran zu arbeiten, vor allem aufs Körpergefühl zu arbeiten. Das heisst, am Anfang mit Plan, dass man ungefähr mal einen Anhaltspunkt hat, wo man weiss, da steht man, da sollte man etwa sein, plus, minus, oder einmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich versuche, ein Mittel zu finden mit den Leuten. Und dann ist es eigentlich so, dass man dann über die Zeit eigentlich lernen tut, oder darauf anschafft, eben auf das Körpergefühl zu achten, dass man auch merkt, okay, jetzt habe ich mehr gemacht, jetzt muss ich auch ein bisschen mehr essen, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen weniger gemacht, jetzt brauche ich auch nicht so viel. Das auch mein Hund. Und das ist Rusty, eigentlich, also ausrechnen, ich würde, am besten ist eigentlich, dass man wegkommt von den Zahlen, weil Zahlen, rechnen kann man noch vieles, stimmt einfach nie. Ja, also zum Beispiel, ich sehe es auch, wenn ich meine Uhr anhabe, wegen dem Verbrennen und so weiter und so fort, also es ist erstaunlich, wie viel das man verbrennt. Und vor allem die Frauen sind sich das sehr oft nicht bewusst, dass man wirklich so viel verbrennt. Genau. Das ist ganz also man tut eben, man muss also immer auch ein bisschen auf den Körper schauen, oder wie reagiert er etc. Und eben, Zahlen sind gut, die man kann nehmen als Anhaltspunkt, aber dann muss man wirklich nicht zu fest auf die Zahlen fokussieren, weil das macht euch alles kaputt eigentlich, oder? Was? Rusty! Dave ist gekommen. Was empfiehlst du, um den Stoffwechsel in Schwung zu bringen, ernährungstechnisch? Genügend essen. Genau. Also das ist im Fall übrigens auch so ein extremer Trugschluss, wo viele Leute das Gefühl haben, also ich könnte den Stoffwechsel wie nicht kaputt machen. Also ich könnte schon kaputt machen, wenn ihr nichts mehr esst, ja. Stichwort verpasst. Yeah, wir haben beim Chips gekriegt. Also von dem her, ihr müsst nicht irgendwie etwas wollen, dass den Stoffwechsel anregen. Ihr müsst einfach, du musst auch sagen, normal essen, richtig also ein gesunder essen, Mensch, wenn ein gesunder Mensch sich bewegen tut, genügend auch dementsprechend isst. Das heisst, sobald das Defizit zu gross ist, das ist wie bei den Finanzen, oder? Wenn man zu viel ausgeht und zu wenig einnimmt, dann hat man halt mal irgendein Minus irgendwann, oder? Dann kommt man mal Krisen über. Und das Gleiche ist eigentlich im Körper auch. Man muss immer schauen, dass dann auch dementsprechend oder die Menge steigt, wenn man dann zum Beispiel auch mehr macht, oder? Also das heisst, eben, wie gesagt, es ist immer so eine Auf- und Abend, oder? Man muss es immer ein bisschen anpassen. Und darum ist es auch wichtig, am besten, am einfachsten ist regelmäßig trainieren. Ein gewisser regelmäßiger Rhythmus, dann hat man auch immer einen ähnlichen Verbrauch. Vielleicht dann ausnahmsweise mal extrem höher oder nicht. Aber dann kann man auch beim Essen dementsprechend relativ ruhig arbeiten, oder? Und eben Bewegung und genügend Essen. Vor allem eben immer wichtig, alles essen. Kohlenhydrat, Proteine, Fett. Gehört zu jeder Mahlzeit dazu. Unbedingt einfach ausgewogen essen und nicht irgendwie auf irgendetwas verzichten oder irgendwie gehört haben, ich muss jetzt das aus meiner Ernährung rausstreichen, sondern irgendwo ausgewogen zu essen. Und wenn du regelmäßig isst, dann kannst du deinen Stoffwechsel für immer in Schwung behalten und musst ihn wieder entgiften, noch irgendeine Kur machen, noch sonst irgendetwas. Sollte man jetzt eine Mahlzeit auslassen, will man uns fast nicht bewegen oder halt weniger? Ich arbeite im Homeoffice fast 10 Stunden täglich. Das kommt ein bisschen darauf an, oder wenn man sich viel weniger bewegt, dann empfiehlt man sich natürlich je nachdem auch ein bisschen weniger zu essen. Unter Umständen, das kommt jetzt auch darauf an, wie man vorher gegessen hat. Also das heisst, wenn man vorher schon wenig gegessen hat, dass man dann noch weniger isst, muss man aufpassen, oder irgendwann. Weil wichtig ist, dass man nie unter einen Grundumsatz kommt. Und ich würde nicht auf der Mahlzeit auslassen, sondern ich würde, wenn dann, bei allen Mahlzeiten ein bisschen weniger essen. Klammern auf. Jetzt kommt wieder jemand rein, Schatz, nebendran.
Klammern auf, aber Achtung, es ist im Fall nicht zu unterschätzen, das merke ich immer wieder, was für ein psychischer Stress, dass man dann auch noch ein bisschen hat, ja, durch die ganze Situation, man sich innerlich den Stress macht, Cortisol ausschüttet, Stresshormone hat und so weiter und so fort, nicht unterschätzen, und darum würde ich jetzt Essen nicht drastisch abschrauben. Nein, immer, vielleicht auch ein bisschen optimieren. Immer vorsichtig, einfach langsam, immer langsam schrauben, immer dann ein bisschen schauen, was passiert mit dem Körper. Und dann kann man dementsprechend auch immer reagieren. Oder? Genau. Ich finde mich nicht zurecht in diesem Überangebot von Supplements und nehme eigentlich nichts. Frage mich aber, was sinnvoll wäre für die optimale Regeneration oder eben auch aktiven Stoffwechsel. Darf ich anfangen oder willst du anfangen? Ich fange an. Hey! Also gut. Nichts. Supplements sind nur dafür da, dass, wie es der Name sagt, Stoff, Ernährungsergänzungsmittel. Das heisst, wenn dir etwas durch die normale Ernährung fehlt, weil du jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel, Bodybuilding, viele Bodybuilder essen dann dementsprechend eben viel, zum Beispiel Bulle, wo dann einfach praktisch keine Mineralstoffe drin hat, sehr wenig Eisen drin hat, etc. Auch die Menge an Eiweiß, die man dann vielleicht nicht über das normale Essen kann decken kann, die fast kaum möglich ist, dann fängt man an mit Supplementen zu arbeiten. Aber Supplemente sind grundsätzlich Basis, bildet immer die normale Ernährung. Also wenn du nicht irgendwie vom Arzt irgendwie einen Mangel hast oder das Gefühl hast, du hast einen Mangel oder was auch immer, dann brauchst du eigentlich außer Pommeschips. Grundsätzlich brauchen die meisten eigentlich gar nichts. Also eigentlich nichts. Wenn es nötig ist, man kann immer noch mal optimieren, aber dann muss man sich auch bewusst sein, dass man auch dann beim Training auch viel intensiver vielleicht muss dahinter gehen. Man muss sich bewusst sein, dass man dann auch beim Essen viel intensiver und genauer muss dahinter sein. Aber eigentlich theoretisch kann man alles über das Essen steuern. Also auf dem Stadium, wo wir alle sind, können wir das ohne Probleme über das Essen steuern. Außer wenn wir jetzt mal irgendwo vielleicht das Gefühl haben, hey Scheiße, ich mag jetzt kein Eiweiß mehr essen, ich mag es nicht mehr sehen, dann mal einen Shake nehmen, okay. Aber ganz ehrlich, ich habe seit Jahren nicht einmal irgendwie mit Supplements geschafft. Außer Kokos-Shake, den ich einfach gerne habe, den ich in mein Morgen früher noch mit den Berry und Magerquark und so da habe. Aber sonst habe ich nie. Du, Supplements, ja, logisch. Ja, schon, aber jetzt momentan mit Lila auch nicht mehr. Also jetzt mache ich auch nichts. Brauchst du nicht, Mika, brauchst du nicht. Brauchst du eigentlich nicht zwangsläufig. Was Futter ist der Rasti? Ehrlich gesagt, was mir gerade in die Quere kommt. Katzenfutter. Jetzt ist sie doch gerade Katzenfutter. Wie sieht es aus mit Grießbrei oder Milchreis für die 13-stündige Nachtschicht? Wenn ja, Kompott dazu. Weißt du, Sandra, die im Moment in der Nachtschicht unterwegs ist und 12 Stunden hat und so weiter. Ja, genau, sag es. Du hast einen Plan. Nein, nein, für 12 Stunden. Nein, für 12 Stunden ist klar. Oder jetzt viele, die vor allem in der Pflege arbeiten, wo halt auch, oder sehr generell auch viele Leute, die jetzt wegen dieser Situation viel mehr arbeiten müssen. Es empfiehlt sich auch hier, wie bei denen, die eigentlich jetzt sich wenig bewegen, empfiehlt sich bei denen, die sich mehr bewegen, einfach das Essen einfach ein bisschen bei jeder Mahlzeit ein bisschen aufzuschrauben. Vor allem du, Sandra, du trainierst mit mir noch regelmäßig, du trainierst live regelmäßig, dann isst im Moment lieber zu viel als zu wenig. Ja, du kannst auch gut einmal mit dem Milchreis arbeiten. Kompott dazu ist super. Ja, wie gesagt, wenn du zum Beispiel einen Snack einbauen tust, oder, dann kannst du sehr gut eben mit einem Kompott arbeiten, wunderbar. Und sonst eben tue ich einfach so. Oh, sorry, Rebecca, ich habe dazu gewunken, aus Versehen, da mit einem Sticker. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Kann man auch... Marco ist verschwunden. Vielleicht kommt er wieder. Kann man auch zu viel Wasser trinken? Ja, also ich denke jetzt irgendwo über 8 Liter wäre vielleicht nicht mehr so sinnvoll, aber wir könnten theoretisch. Man tut auch die Nährstoffe rausspülen, je mehr du trinkst, also wenn du irgendwo an einem Punkt bist, wo du zu viel trinkst, dann spülst du alle Nährstoffe raus, aber das ist, ab wann ist das? Ich meine, es kommt darauf an, wie schwer also, du bist. Es kommt darauf an, ein bisschen auf deinen Bedarf, oder, den du hast, und dann grundsätzlich, eben, wenn man sagt, 2-3 Liter, wo man da als Faustregel sagt, das fährt man immer meistens relativ gut. Kritischer wird es, wenn man dann ab 6 Liter anfängt zu schauen, dann wird es schon mehr, oder dann fängt man schon extrem viel Mikronährstoffe ausscheiden. Und dann sage ich, also man könnte theoretisch auch bis 10 Liter, und dann wird es aber relativ gefährlich. Was für Proteinquellen ohne Fleisch empfiehlst du? Ich esse einfach nicht jeden Tag Fleisch und immer Mozzarella und Hüttenkäse kann es nicht sein.
Mozzarella ist übrigens auf dem Schwarz-Weiß-Plan drauf, auf dem farbigen Plan ist er tendenziell eher suboptimal. Ja, jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, oder? Das Problem ist, wenn man sagt, man will auf Fleisch verzichten, dann verzichtet man auf Fleisch. Das heisst, man reduziert seine Auswahl selber. Und das ist immer so ein Thema, wo ich muss sagen, ja, man darf es machen, man soll es machen, jeder soll essen, wie er will. Aber man soll sich auch bewusst sein, was man macht. Das heisst, man reduziert seine Ernährung, die Auswahl automatisch selber. Und das heisst, das Problem ist, es gibt fast keine anderen guten Proteinquellen in der Form, wo dir so viel Eiweiß liefert, zum Beispiel, ohne grossartig noch extrem viel Fett drin, ohne grossartig extrem viel Kohlenhydrat drin, wie zum Beispiel Fleisch. Oder? Was man dann machen kann, ist eben zum Beispiel dann auf Hülsenfrüchte zurückgreifen bei der Kohlenhydratquelle, dass man dort wenigstens einen höheren Anteil zum Beispiel an Eiweiß drin hat, als wenn man jetzt nur mit Reis arbeiten würde. Dann kann man dort ein bisschen was wettmachen. Oder? Und das ist immer halt eine Frage vom Bedarf auch, oder? Jetzt sage jetzt, jemand, der natürlich extrem viel Sport macht, muss dann dort eher aufpassen als jemand, der etwas weniger Sport macht natürlich. Mhm. Er braucht dann nicht so viel, unbedingt so viel Eiweiß. Was empfehlt ihr denn zum Essen, wenn jemand Schicht schafft und erst um 11 Uhr daheim ist, dann noch will etwas essen, aber auch gleich können gehen schlafen? Also da kann ich es gerade aus eigener Erfahrung sagen. Mir ist es im Fall auch mega oft so, dass ich irgendwo um 9, 10 Uhr oder mir, Dave, der übrigens da hinten sitzt, warte, können wir mal einblenden. Hallo! Ein Sofa kann man kaufen. Ne? Wenn jemand ein Sofa braucht, dann mag man ein Sofa zum Verkaufen. Nein, Spass beiseite. Also wenn ich oder wenn wir heimkommen, wir tun im Fall jedes Mal noch kochen. Und zwar richtig kochen. Also egal um welche Zeit. Und ich bin eigentlich die, die nachher noch ein bisschen görbseln muss und noch ein bisschen Wasser haben mit Kohlensäure und dann kann ich noch schlafen. Oder ich kann direkt schlafen. Ja, es ist einfach am besten, ist eigentlich, wenn man nicht gerade zu viel Fett isst, ja, bevor man schlafen. Gut ist halt, gerade wenn man Nachtschicht hat, dann schaue ich eigentlich mit den Leuten immer an, eigentlich verschiebt sich ja der ganze Tagesrhythmus. Oder? Das heisst, auch alle Mahlzeiten verschieben sich dementsprechend. Oder? Und dann muss man halt schauen, dass auch dort wiederum ein bisschen die Aufteilung durch ist. Und am besten fährt man halt, eventuell kann man noch im Geschäft selber essen, bevor man halt heimgeht. Dann kann man heimgehen und dann gerade schlafen. Mhm. Also das heisst, man nimmt halt etwas dort mit noch. Also tut sich das vielleicht vorbereiten oder auch für daheim das Essen schon vorbereiten, wo man dann vielleicht kann wärmen in der Pfanne oder in der Mikrowelle oder im Ofen. Ist auch relativ kurz gut, also das heisst, man kann sich schnell umziehen, kann das Zeug wärmen lassen, kann man essen und dann kann man auch relativ gleich auch schlafen. Eben vor allem einfach schauen, eben vor allem zu oben dann mit dem Fett halt nicht unbedingt gerade extrem. Also, wir gehen alle Fragen wirklich durch. Ich weiss, es sind jetzt schon ein paar Fragen da hinten dran. Keine Panik, einfach zum Sagen, wir gehen wirklich einfach eins nach dem anderen durch. Also, wir lassen nichts aus, aber nicht irgendwie, dass wir das Gefühl haben, Hilfe. Ich muss am Morgen vor dem 7. Uhr arbeiten und kann einfach nicht essen so früh. Da ich in der Medizin arbeite, kann ich meistens nicht vor um 10:30, 11 was essen. Was habt ihr da für Möglichkeiten? Die Möglichkeit ist entweder zum Beispiel auf dem Weg. Nein, ich frage, ob ihr Chips essen. Die Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man sich etwas am vor oder vorbereitet, aufsteht und dann entweder, wenn man mit der ÖV unterwegs ist, dort dann etwas isst, in den ÖV rein. Also kurz vor dem Arbeiten zum Beispiel. Oder eben dann halt so schaut, dass man vielleicht eine Viertelstunde früher im Geschäft ist und dort das kann essen allenfalls. Wenn es überhaupt nicht möglich ist, kann man auch auf die gute, schnelle Variante halt mal sagen, okay, wir gehen das Ganze zum Morgen in einen Mixer rein. So habe ich angefangen zum Morgenessen bei euch, das wollte ich gerade sagen. Also dort, die Alternative besteht auch, weil es einfach einfacher ist zum Abendkriegen, aber es ist nicht unbedingt eine Alternative, die man immer machen sollte, weil halt einfach die Verdauung ist natürlich, funktioniert auch dann dementsprechend ein bisschen anders. Aber man kann es natürlich machen und besser als nichts. Oder? Also wenn du mal hast ausprobieren wolltest, mein Lieblingsmorgen, wenn es schnell gehen muss, oder eben, wie ich eigentlich gelernt habe, so ein bisschen zum Morgenessen am Morgen. Es ist Magerquark mit einer Banane und mit Schokipulver drin. Und das ist so für mich, so habe ich dann angefangen essen am Morgen und irgendwie eigentlich auch sehr früh können essen, weil ich fange ab und zu um 6 Uhr an zu arbeiten und dann, wenn ich das esse, ist das nachher super. Dave fragt über Chips, darf. Ja, hat er gekriegt. Seit ich nicht mehr arbeiten darf, bin ich regelmäßig zwischen 14 bis 16 extrem müde. Ist das auch ein Hinweis auf einen Mangel? Je nachdem. Es kann, also Müdigkeit kann aus vielen Gründen entstehen. Ein Mangel. Es kann auch sein, dass man eben, je nachdem,
wenn man halt, was man auch isst, es kommt darauf an, was man isst, wenn man Sachen isst, die halt den Körper viel stärker belasten tut, eben zum Beispiel Salat, wo der Körper sehr stark muss arbeiten und machen und tun, dann kann es sein, dass man dann vielleicht auch ein bisschen träge wird. Selber, das Gleiche passiert eben, wenn man dann auch vielmals ist eigentlich mehr eigentlich, dass man zu viel Fett isst, oder auch je nachdem auch zu viel isst. Dass einfach der Magen quasi, also der Körper einfach überlastet ist und dann quasi sagt, so, jetzt muss ich einfach schnell einen Moment können haben, zum Arbeiten, oder? Oder es ist einfach auch irgendwo eine Rhythmus-Sache. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, wo meistens vom Morgen irgendwo, also im Moment nicht, aber sonst etwa vom 6 bis irgendwie um 1, 2 schafft und danach habe ich von 2 bis 4 Pause und dann bin ich einfach todmüde. Und das ist vielleicht auch irgendwo ein Rhythmus, wo du jetzt seit dem Moment nicht mehr schaffst, wo du einfach vielleicht jetzt einen Rhythmus hast. Oder halt auch mal schnell nach dem Essen zum Beispiel raus, einen Spaziergang machen. Voilà. Genau. Dass man sich auch Man wird ja umso träger, umso weniger, dass man macht, oder? Das ist ein Teufelskreislauf. Das heisst, man muss sich vielleicht mal ein bisschen überwinden, auf die Bewegung auch im Alltag dort drin zu haben. Das kann auch sein, dass man ein bisschen einen Bewegungsmangel bekommt. Ich hätte auch noch keinen Tipp, aber den verrate ich jetzt nicht. Nein, ich verrate ihn nicht. Mika ist froh wegen dem Tipp. Danke vielmals. Bis morgen, Sandra. Du bist wahrscheinlich schon weg. Ich will nicht verzichten, aber ich habe einfach nicht immer Fleisch im Haus. Ah ja, das ist ja okay. Mein Gott. Also, muss man auch nicht. Nein. Wie gesagt, man kann es einfach... du musst ja nicht so fix am Plan. Was ich zum Beispiel auch mache, ist... Klar sind zum Beispiel zwei Spiegeleier. Wenn ich Rösti mache, zwei Spiegeleier dazu, entspricht nicht am Eiweißwert, den ich unbedingt muss haben. Aber mein Gott, ich lebe noch. Ja. Also weißt, ja, es gibt, ein bisschen erfinderisch sein also und ein bisschen das essen, was man Lust hat. Mittlerweile, was halt gut ist, man kann zum Beispiel ein Eiglas separat kaufen. Das mixt man mit zum Beispiel einem ganzen Ei, dann nimmt man zu viel Fett. Wie gesagt, es ist nicht ein Müssen. Solange man schlussendlich in die Richtung kommt, wo man will, ist das auch nicht tragisch, wenn man dann vielleicht mal... Eben, wie gesagt, das sind nur Theorien. In der Praxis sieht es vielmal noch mal anders aus. Man muss immer auf jeden Einzelnen anschauen. Das ist immer so ein bisschen das. Jetzt kommt eine Frage, die ich von Herzen gerne beantworte. Wehe, du beantwortest sie vor mir. Welches Gemüse ist das Nonplusultra? Brauche ein Argument, dass mein Schätzchen Gemüse ist. Sherry Tomatli! Nein, du darfst übernehmen. Kannst auch, ich kann nicht mitreden. Kannst auch Wasser trinken in dem Fall. Also er darf über Gemüse reden, über Gemüse kann ich weg. Was heisst ultimative Gemüse, in welchem Zusammenhang? Dass er es ist, oder? Ja, wahrscheinlich einfach, was hat am meisten Nährstoff und also am allerbesten ist eigentlich der Fenchel. Da könnt ihr sogar noch essen. Fenchel ist eigentlich eines der Top-Gemüse, wenn man es also ein Mikronährstoff anschaut. Brokkoli ist super, Blumenkohl ist super, Spargel ist super, Sellerie ist super. Kannst du etwas aufzählen, was ich gerne mache? Rande ist super, Rande ist auch gute Nährstoff drin. So Sachen. Wie ist das zeitmässig? Sollte man wirklich 2 Stunden vor dem Schlafen essen oder ist das ein Mythos? Warte, kann ich gerade schon den Dave einblenden. Wie lange vor dem Schlafen isst du? 2 Minuten. Gut. Frage beantwortet. Nein, Marco, was sagst du dazu? Das kommt immer ein bisschen darauf an, es kommt immer extrem darauf an, was man isst. Oder ich habe schon Leute gehabt, die gesagt haben, ich kann so Sport nicht essen, noch zu Nacht essen. Und dann haben sie einfach das gegessen, was ich ihnen gegeben habe oder gesagt habe. Und dann kommen sie und sagen, es ist mega gut gegangen mit Schlafen. Normalerweise, wenn man gut isst, eigentlich, dann tut das der Körper relativ gut abbauen, respektive aufnehmen. Oder? Und dann ist der Körper nicht extrem belastet und man kann auch gut schlafen zum Beispiel. Oder? Ist so. Also es gibt einfach... Ich denke, die Frage ist auch wahrscheinlich auf das ausgegangen, dass viele Leute auch sagen, hey, bevor du gehst schlafen, sollst du nicht essen, weil sonst verbrennst du kein Fett. Nein, Scheissdreck, bitte unbedingt etwas essen. Auch hier kommt es auf den ganzen Tag auch schlussendlich drauf an. Oder? Genau. Bitte verrate deinen Geheimtipp. Mein Geheimtipp hat eben Suchtpotenzial. Ich hatte so eine Phase, in der ich immer... Also, es ist immer noch so, ich habe pro Tag 1 Nocco. Aber im Moment ist es nicht mehr so, dass ich es irgendwie um 2-3 Uhr nehme. Aber eine Zeit lang habe ich es immer um 2-3 Uhr genommen. Weil einfach, es ist so der Aufsteller vom Tag und ich bin nachher einfach so wach. Aber es hat natürlich auch viel Koffein drin und ich trinke sonst kein Koffein. Und darum für mich ist das immer so der Wecker. Willst du etwas zum Nocco sagen? Nein, ich darf nicht. Du darfst.
Bei Gemüse bin ich auch draußen. Ja! Kein Kohlenhydrat am Abend. Das ist wahrscheinlich jemand, der erst jetzt dazugekommen ist. Nein. Unbedingt Kohlenhydrat am Abend. Ja. Also, das Problem ist, die Leute müssen einfach ein bisschen. Die Leute kennen nur zu viel oder nicht. Genau. Aber, ausgewogen. Jawohl, genau. Ausgewogen. Vor allem Kohlenhydrat, Eiweiß, Fett. Ja. Alles. Tutti quanti. Alles zusammen. Ihr braucht alles. Aber ihr müsst einfach schauen, dass ihr es auf den Tag richtig verteilt und gut verteilt und ausgewogen essen und ja. Genau. Und darum habe ich jetzt auch vorher, einfach zum zeigen, ich habe Chips nicht versteckt gegessen, sondern ich finde, man darf zu dem stehen, wo man isst. Und in der Ernährung, klar bin ich vielleicht extrem, nein, ich bin eher normal, würde ich sagen. Ich finde, es gehört einfach alles zur Ernährung dazu. Und warum soll ich irgendetwas rausnehmen? Es kommt immer darauf an, was jeder Einzelne für sich möchte. Was das Ziel ist, oder? Genau. Das Ziel ist, genau. Wichtig ist, schlussendlich, ich sage immer, wenn man einfach so ein gewisses einfach normalen Lebensstandard hat, das Normale, oder sage jetzt mal der Schnitt, wenn man eine gute Grundlage hat, wenn man eine gesunde Basis hat und die gesunden Sachen auch isst, dann verträgt es auch natürlich viel besser, wenn man halt mal Sachen isst, die eben nicht so optimal sind. Ist so. Also ich merke es auch extrem, ich bin jetzt wieder so ein bisschen völlig aus dem Fahrplan, weil ich irgendwie mehr Zeit haben und doch weniger Zeit haben und irgendwie im Stress bin und irgendwie kurz und quer am Essen bin. Und mir fehlt jetzt wieder und ich merke, ich esse viel zu wenig und dann esse ich wieder viel mehr Scheissdreck. Das ist so ein Kack. Und darum nehme ich mir jetzt wieder an der Nase, dass ich wieder ein bisschen optimaler esse. Kannst du noch mal erklären, warum keine Früchte am Abend? Warum lieber den Schokokuchen als Früchte? Zum Teil schon, das ist das Dessert. Ah, das ist das Dessert. Ah, sorry. Nein, warum keine Früchte am Abend? Also. Ja, Früchte, es ist oft so, dass du von der Stoffwechselung her, von der Glucose und der Fructose, das funktioniert etwas anders. Das heisst, wenn du zum Beispiel Glucose isst, also glukosehaltige Sachen, wo mehrheitlich, sag ich jetzt mal, Reis liefert mehr Glucose als zum Beispiel Früchte, oder, in dem Stil, dann hast du einen Glykogenspeicher, wo die Glucose, die zu viel ist, weil der Körper muss den Zucker aus dem Blut abtransportieren, oder, der muss, weil sonst stirbst. Das heisst, die Glucose wird in Glykogenspeicher eingelagert. Dann passiert nichts. Außer der Glykogenspeicher ist schon voll und so wird quasi überladen. Dann muss der Platz schaffen und dann tut eigentlich der Körper Triglyceride bilden, also Blutfett. Und dann wird es nicht so optimal. Oder? Das heisst, einerseits, wenn man dort schaut, dass die Speicher nicht überfüllt sind, oder? Dann fällt man dort, läuft man nicht vor, dass man irgendwelche Fett anlagert. Das Problem bei den Früchten ist, dass man dann, wenn man zum Beispiel zu viel Fructose im Blut hat, Fructose wird sofort verstoffwechselt und in Energie umgewandelt. Was aber nicht gebraucht wird, das wird direkt in der Leberzelle als Fett abgelegt. Also man hat keinen Zwischenspeicher, wo das noch abgelagert wird. So. Jö, die Kleine von der Mel schaut gerade noch zu. Sehr interessiert, sehr gut. Das ist auch vielleicht schnell etwas, wo du zwar mir reinschwätzen, wenn du das nicht so empfindest, aber Kinder haben sehr oft fast ein bisschen ein gutes Gefühl, was sie brauchen und was nicht. Und wir Erwachsenen sagen ihnen sehr oft, du musst jetzt aber. Und das ist ja irgendwo auch ein bisschen falsch. Man kann das Kind ruhig, klar hat man einem gewissen Alter nachher nicht mehr, aber irgendwie am Anfang hat das Kind irgendwie so ein bisschen eine natürliche Art von Essen, wo man unbedingt auf das hören sollte und nicht sagen, du musst jetzt lernen. Genau, also Kinder haben eigentlich die viel besseres Körpergefühl als wir Erwachsene. Wir Erwachsene machen es uns eigentlich selber kaputt. Mit Diäten und Scheissdreck? Genau, richtig. Kinder, dort ist es halt auch so, vor allem, wo man halt muss aufpassen, gerade wenn sie in einem Wachstum sind, dann kann das natürlich gerade dann verheerende Folgen haben, wenn sie dann zum Beispiel mangelernährt sind, oder? Kann dann schon recht blöd enden. Vor allem, was dann die Entwicklung durchgeht, oder? Es ist auch normal, dass ein Kind Phasen hat, wo es eben gerade viel isst, wo dann vielleicht zuerst einlagert, ein bisschen feiss wird, aber dann nachher wächst das Kind wieder, oder? Und dann isst es wieder ein bisschen weniger. Das wird sich alles ausgleichen, oder? Also darum nicht zu fest irgendwie also den Finger best, dran. Am besten ist oft halt, wenn man den Kind einfach halt, klar, wenn man nur ein Seich gibt zum Essen, ist es nicht optimal. Aber wenn das Kind eigentlich gute Nahrungsmittel auf dem Teller hat und auch dort dann ausgewogen vor allem kann essen und tut essen, vom einen dann halt mal ein mehr, vom anderen weniger. Das tut es ja selber bestimmen eigentlich. Und auch von der Menge her tut es selber bestimmen.
dann kann eigentlich gar nicht groß etwas passieren. Und vor allem, halt, was ich halt Fan bin, wenn man halt schon von Anfang an, auch im jungen Alter, ein bisschen eben, dass die Bewegung ein bisschen mit auf den Weg gibt. Mhm. Weil das ist halt einfach auch etwas, was auch in der Entwicklung gut tut. Ja. Auch für die ganze Koordination, ganz fürs Hirn, ja, genau. Für die Schule, für alles. Bewegung, ja, auch Bewegung, wenn man zum Beispiel in einem Sportverein, ja, mit dem sozialen Kontakt, den man kann haben kann, und so weiter und so fort. Wie stehst du zu Zero Light Produkten, zum Beispiel bei Getränken? Wie sagst du das? Lieber normal. Ich will. Lieber weniger, also, dafür normal. Also ganz ehrlich, eben, lieber weniger, wenn dann für so, dass es schmeckt. Sagen wir es so. Ja. Also ich bin nicht ein Fan davon, von diesen ganzen Süßstoffen, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesen künstlichen Süßstoffen bin ich kein Fan davon. Es ist dort immer noch so halt ein bisschen Hickhack, ja, ist es gesund, wie schädlich ist es, bla bla bla. Es gibt überall Studien und Gegenstudien. Genau, ich bin auf grundlegender Meinung, dass etwas, was nicht wirklich natürlich ist, einfach nicht unbedingt in den Körper gehört und dass man dort in dem Moment einfach halt so ein bisschen sparsamer sein mit diesen Sachen, ganz einfach. Schaut, Hashtag MeToo. Vor allem Hashtag Genussmittel. Genau. Das heisst, ein Genussmittel darf man nicht jeden Tag konsumieren, weil dann ist es gar kein Genuss mehr, dann ist es fast schon eine Sucht. Beim Zucker übrigens definitiv so, ja, fix so. Und eben dort lieber dann halt mal eben das geniessen und dann ist das auch kein Thema eigentlich. Spielt bei Gemüse eine Rolle, ob Rohkost oder kocht? Ja. Also grundsätzlich, jetzt muss ich, also Rohkost ist eigentlich grundsätzlich für den Körper viel schwerer zum Verdauen. Viele Leute tun das auch wieder, das heisst, es ist schwerer zum Verdauen, es liegt länger im Darm hin, etc. Es wird teilweise auch gar nicht wirklich ganz aufgespalten. Das sieht man, wenn man dann je nachdem aufs WC geht nachher. Können Sie sich vorstellen, ich würde das jetzt nicht weiter ausführen. Und dann sieht man eigentlich, wie gut, dass man das vertragen tut oder nicht. Dort ist halt immer Gefahr, wenn man Sachen isst, eben so Rohkost aus Blattsalat, die eben im Darm sehr lange brauchen, zum Aufspalten, dass man dann durch das ein Sättigungsgefühl hat, obwohl der Körper hinten dran, je nachdem, nicht einmal genügend Nährstoff hat. Also nur weil jetzt der Darm belastet ist, bekommt man ein Sättigungsgefühl. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und das sind eben Sachen, wo viel muss auch eingesetzt werden bei Diäten, weil man, wenn man Hunger hat, dass man den Hunger einfach tut, so abbürgen, oder? Und das darf man eigentlich, sollte man eigentlich nicht machen. Das ist etwas ganz, ganz wichtiges, wichtiges Stichwort. Ihr könnt euch den Hunger quasi abtrainieren und das ist nicht Sinn und Zweck von der Sache. Ja. Also, je weniger ihr esst, desto weniger Hunger habt ihr. Und dann kann man noch lange sagen, ich habe keinen Hunger, ich muss nicht essen. Ja. Nein, bitte. Es ist ein mega schönes Gefühl. Also ich weiss noch, in meinen ersten zwei Wochen, als ich mal nach Plan gegessen habe bei Marco, habe ich plötzlich einfach jeden Tag wieder realisiert, was Hunger ist, weil ich habe anscheinend genug gegessen und dann realisiert, oh fuck, wie geil ist es, wenn man Hunger hat und kann essen und essen und einfach immer mehr essen und mega schön. Mega schön! Sie findet, Mehlwürmer seien eine gute Proteinquelle, sagt die Tochter von der Mel. Heuschrecken auch. Was denken ihr zu 16 durch 8? Gibt 2. Ah, Diät! Nein, ich bin nicht blond. Nein. Ganz ehrlich, ich bin gar kein Fan vom Fasten. Ich finde, der Körper kann mit Hunger nicht umgehen. Dafür ist er gemacht. Die Frage ist einfach, ob es nötig ist. Das heisst auch, wenn der Körper muss mit Hunger nicht umgehen muss, dann tut er ein Sonderprogramm fahren, wo dann eben zum Beispiel gewisse Sachen nicht so ideal sind. Auch energietechnisch ab und zu. Es macht auch keinen Sinn, wenn man dann viel, dann einfach in kurzer Zeit sehr viel essen. Je nachdem tut man dann auch nicht da wirklich alles für Stoff wechseln. Also das heisst, alles, was man aufnimmt, das geht auch nicht wirklich in den Körper rein, sondern man lässt dann einfach einen grösseren Teil wieder raus. Der Körper schafft 24 Stunden am Tag. Und das Fasten ist eigentlich grundlegend ein religiöses Ding und es reinigt nicht den Körper, sondern den Geist. Eben, wie gesagt, jeder soll es selber machen, aber schlussendlich für den Körper, ob es nötig ist, so etwas zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich erachte es nicht als nötig, weil der Körper ist ein laufendes System und das laufende System braucht immer wieder Nachschub. Am besten halt immer wieder in dosierten Mengen, dass der Körper nicht überlastet wird, dass er einfach auch gut damit umgehen kann, dass er auch die Sachen aufnimmt, die man ihm gibt.
Und dann hat man auch viel weniger Probleme. Und vor allem, meistens ist es so, dass man dann 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden isst. Aber in diesen 8 Stunden essen die Leute genau das Gleiche, was wir eigentlich über den ganzen Tag verteilt essen. Ja, in diesen 16 Stunden, oder? Ja, darum. Also eben darum, je nachdem kann dann der Körper gar nicht damit umgehen. Aber beim Fasten tun wir ja. Jeder Mensch wird fasten. In diesen 8 Stunden, wo wir schlafen. Wo wir schlafen, oder? Dann essen wir ja nichts. Und dann ist aber der Körper eben, dann hat er auch die Systeme, die dann im Körper ablaufen, die sind dann auf das ausgelegt, auch, dass es dort so kann funktionieren. Mhm. Jetzt sind wir, glaube ich, Säurebasenhaushalt. Reguliert sich das der Körper selbst? Jawohl, wenn wir richtig essen. Wenn wir richtig essen. Wenn wir richtig essen, ausgewogen essen, genug essen. Alle Nährstoffe zu uns nehmen, die wir sollten, dann... Es liegt vor allem vielmals Gemüse. Viele Leute essen zu wenig Gemüse, was eigentlich sehr wichtig ist oder für einen sauren Basenhaushalt, weil Gemüse auch sehr viel Mikronährstoff liefern. Ich empfehle darum, eigentlich eben zum Beispiel am Morgen mit Früchten zu arbeiten. Das liefert Mikronährstoff. Zum Snack dann auch mit Früchten zu arbeiten, auch noch wieder Mikronährstoff. Zum Mittag Gemüse essen. Zum Snack dann wieder eher mit Früchten arbeiten und dann zum Nacht wieder im Winter mit Gemüse arbeiten. So hat man Mikronährstoff aus Obst und Gemüse eigentlich. Und das den ganzen Tag. Und das, dann kommt man eigentlich auch auf einen grünen Zweig dort. Also, ja. Welche Milch empfiehlst du? Keine. Keine, ja. Nein, es ist grundlegend ist es so, dass eigentlich Milch in dem Sinne nicht unbedingt nötig ist für einen Menschen. Es ist fein, es ist lecker. Mal eine Schokimilch ist sowieso fein. Es schmeckt super, muss ich sagen. Auch Käse ist sensationell fein, oder? Aber grundlegend, wenn man sich so ein Gedanken macht, ist es eigentlich etwas, was wir gar nicht brauchen. Das heisst, auch so die Laktoseunverträglichkeit, die wir eigentlich haben oder die viele Leute haben, ist eigentlich auch kein krank. Das ist ganz normal, weil wir sind dafür ausgelegt, dass wir als Baby Muttermilch können verstoffwechseln und im Alter, wo man dann eigentlich nicht mehr gestillt wird, normalerweise, dass wir denn das gar nicht müssen aufspalten und darum von diesen Enzymen eigentlich auch viel weniger produzieren dürfen. Daher denke ich, ist Milch ist immer so ein kritischer Punkt. Und wenn dann auch, halt eben auch dort wieder im Sinn von, wenn dann schon, dann die, die einem schmeckt. Genau. Und, ja. Wir sind Genussmenschen. Ja, wenn dann schon, oder? Ja. Und es kommt auch darauf an, in welchen Mengen natürlich, oder? Ja, das sowieso. Weißt du, es gibt immer wieder Leute, die kommen und sagen, ich trinke Kaffee, darf ich dort ein Gütschli, darf ich dort auch mit Milch trinken? Ich frage, ja, wie viel Kaffee trinkst du? 2-3 Liter am Tag, oder wie? Ja, weil dann macht es etwas aus mit dieser Milch, die jetzt ist mal ein Gütschli ist. Es ist immer der Menschenverstand, der einschalten und alles im genau, Maß wenn man, da, wenn man 2-3 Kaffee okay. trinkt am Tag ja. mit einem Gütschli Milch drin, dann ist das fast nichts, oder? Kann man zu viel Gemüse und Früchte essen? Gemüse eher weniger, Früchte ja. Aber auch das ist jetzt, also ja. Ich meine, theoretisch, wenn ich jetzt auf meinen Plan schauen würde, hätte ich jetzt am Morgen eine Banane, hätte ich zum 9 zwei Äpfel, hätte ich zum 4 zwei Äpfel. Also, sag mal, normaler Mensch, der das isst. Also, es gibt viele, die zu viel Früchte ja. essen. Okay, also gut. Okay, ich nicht. Gemüse sowieso nicht, aber ja. okay. Also man kann es, aber also beim Gemüse eher nicht und bei Früchten eher schon. Ja. Und bei den Früchten halt einfach wirklich schauen, wie gesagt, am oben. Also je später der Tag ist, desto weniger Früchte. Ja, im Prinzip würde ich fast schon so sagen. Ja, eher Joghurt oder Quark? Ja, das ist halt so, wenn Quark ist halt eher der Vorteil, dass halt vom Proteingehalt her eine ordentliche Menge drin ist. Relativ wenig Zucker drin hat, wenig Fett, vor allem beim Magerquark, oder? Es gibt mittlerweile ja relativ viele Produkte in dieser Hinsicht. Es gibt wahnsinnig viel auch Joghurt, die schon ähnliche Nährwerte haben wie ein Magerquark, etc. Gibt es alles. Aber grundlegend, wenn man eben dann ein Joghurt mal ein bisschen anschaut, dann muss man sagen, ja, im Prinzip ist ein Joghurt nichts anderes als ein Zuckerbecher, wo man isst. Ja, und dort ist einfach so, eben das Joghurt dann lieber doch ein bisschen Quark. Und es kommt eben darauf an, für was man es braucht, oder? Und es gibt eben, wie gesagt, es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Alternativen dort. Das ist wirklich so, das ist extrem. Ist Frischkäse eigentlich gesund? Ja, da kommen wir wieder ins Ding rein. Grundsätzlich ist es auch wieder ein Milchprodukt, oder? Also, was ich zum Beispiel, ich muss sagen, wenn ich mir ein Schnittli mache,
Also Brot und Konfi. Mhm. Dann nehme ich mittlerweile lieber Frischkäse, weil ich es A feiner finde und B in meinen Augen auch gesünder empfinde als Butter im Kopf. Schlussendlich, jein. Ja, schlussendlich, es ist so ein bisschen... Das sollte Werbung macht es natürlich auch, gell? Nein, ja, ist so. Absolut. Ich sage immer, Nahrungsmittel in dem Sinn, gesund oder ungesund, kann man fast schon gar nicht sagen. Nein. Es ist immer das Maß. Es kommt immer darauf an, was ist drinnen. Auch hier, auch bei den Frischkäse, es gibt so viele verschiedene Varianten. Philadelphia! Ich arbeite zum Beispiel mit meinen Leuten, sage ich, das Blanche Battu vom Migros. Das ist zum Beispiel auch ein sehr Frischkäse-ähnliches Produkt, das aber eben auch von der Nährwert her wieder sehr ähnlich ist wie Magerquark, lässt aber sich besser zubereiten, zum Beispiel in einer Soße machen oder was auch immer, ist ein bisschen feiner. Muss ich gerade posten, Mann? Das gehört Dave, wir müssen das kaufen. Also das kann man eben, wenn man, mit Tomaten zum Beispiel, dann kann man so eine Soße machen, gute dazu. Aber sonst, Frischkäse ist auch halt eher halt vom Fettgehalt her sehr stark. Und beim Fett ist es halt immer so, beim Fett, Fett brauchen wir, das ist ja so. Aber wenn man es anschaut, von der Menge, die wir zu uns nehmen, vom Fett, sind wir doch eher, ja. Und man läuft halt beim Fett sehr schnell vor, dass man viel zu viel Fett isst. Ja. Und das viel zu viel Fett, das man isst, das wird dann halt auch dementsprechend auch direkt abgelagert. Da! Genau. Oder? Und ihr müsst auch immer aufpassen, wenn es heisst, zum Beispiel weniger Kohlenhydrat, dann hat es nämlich automatisch mehr Fett. Und wenn es heisst, es hat weniger Fett drin, dann hat es mehr Kohlenhydrat. Meistens, darum ist immer so ein bisschen schwierig. Und darum einfach im Mass. Und wenn ihr im Mass genießt, dann kommt das gut. Oh, ich freue mich auf meinen ersten Plan. Xenia. Ja! Ja, also wirklich. Also, klar, es ist jetzt eine Schleichwerbung, ich gebe es ganz offen zu, aber es ist etwas, was ich jetzt halt auch schon seit Jahren neben mir habe und selber auch erfahren, weil ich auch immer wieder mal beim Magen vorbeigehe, eine Bestandesaufnahme mache und mir dann auch wieder einen Plan machen lasse, einfach damit ich irgendwie wieder in den Tritt komme. Und ganz ehrlich, ich finde es einfach eine gute Sache, weil ich weiss nachher, wie ich ungefähr mich ernähren muss. Und es geht mir einfach, sorry, mental. Ganz ehrlich, mental, ich werde wieder zickig jetzt aktuell, weil ich wieder nicht mehr so richtig nach Plan ist. Und nein, es ist nicht schlimm, aber es ist einfach mega unangenehm. Und sobald ich mich wieder ein bisschen daran halte, dann ist irgendwie so... Es ist einfach, ich esse grundsätzlich zu wenig. Und das ist mir erst bewusst geworden, als ich die eigentlich kennengelernt habe und als ich genötigt worden bin von ihm, dass ich mal so nach Plan esse. Darum, Xenia, kannst du dich freuen. Das Morgentipp. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt also die meisten eigentlich in der süße Variante, wenn man zum Beispiel mit Früchten oder also was Müsli-mässig, sage ich jetzt einmal. Haferflockenfrüchte, Magerquark, Nüsli. Ich sage jetzt die süße Variante. Es gibt sonst auch noch eine sehr gute salzige Variante. Ist je nachdem für gewisse ein bisschen aufwendiger. Rösti ich bin, mit Ei, genau, Rösti das ist das, was ich ein Fan mit bin. Rösti mit Ei, Herdöpfel und Eier. Und morgen auf dem richtigen Maß bei den Eiern auch dort ein bisschen vorsichtig sein, auch dort. Es ist gutes Fett, wenn in den Eiern drin ist, wirklich wunderbar, vor allem wenn man gerade ein Cholesterinproblem hat, sehr gut. Aber auch dort kann man natürlich sehr schnell sehr zu viel Fett nehmen. Oder? Ja, sie können alle bestätigen, wahrscheinlich wegen dem Zickig und Plan und weiss ich was. Sandra kann es bestätigen, Katrin kann es bestätigen. Ja, nein, es ist wirklich so. Ich habe einfach durch das gelernt, das richtig essen. Das sind ja, du Arme. Wie heisst die Frischkäse-Alternative? Blanche Battu, oder? Ja, Blanc Battu heisst das. Da willst du gleich Werbung machen? Ja, sicher. Auf meiner Webseite... Nein, du darfst keine Werbung machen. Hallo? Jetzt eine Sparte Community. Dort kann man rein schauen. Ich werde das auch wieder zukünftig ein bisschen besser pflegen, weil ich habe es einmal angefangen und ich habe jetzt sehr viel zu tun gehabt. Aber dort ist eigentlich der Sinn davon, dass ich eben genau so Produkte dort reingehe. Dort könnt ihr euch anmelden. Müsstest du vielleicht noch sagen, wie die Homepage heisst? www.kraftplatz.gmbh. Und dann könnt ihr auf Community und dann könnt ihr dort reingehen. Und dann eben findet ihr auch unter anderem Rezepte von Members von mir, die sich da mega toll Mühe geben mit Rezepten. Und nicht Rezept. So komisch kochen wie ich. Wirklich noch lustige Rezepte, die unbedingt muss ausprobieren. Und eben die Alternativprodukte, die ich jetzt auch langsam am Sammeln bin. Und dort rein tue. Also die können auch gerne selber dort die Sachen rein posten. Und für das ist es eigentlich gedacht.
Also sofort anmelden. Kostenlos. Kostenlos natürlich. Kostenlos. Ja, genau, könnt ihr euch anmelden. Übrigens auch nochmal eine Schleichwerbung. Wenn ihr einfach mal mit Marco wollt, nach dieser ganzen Corona-Zeit einfach mal ein Gespräch machen, unverbindlich, um euch mal erkundigen, was man bei ihm alles für Planmöglichkeiten hat etc. Also das kann ich euch auch ans Herz legen. Ich kann es auch schon während Corona machen. Man kann es auch während Corona machen. Über online. Sorry, ich bin noch nicht zum Online angekommen. Sorry, ich bin immer noch so alt eingesotten. Ja. Und ein super Blog mit mega interessanten Beiträgen. Ja! Let's go! Genau. Katrin! Dankeschön! Habt ihr noch eine Frage? Ist noch etwas, was euch auf der Zunge brennt? Also von mir aus gesehen ist jetzt eigentlich im Fall Querfeld ein. Ihr seid hure geil. Ich glaube, so viele Fragen habe ich jetzt im Fall noch nie gehabt. In so einer Online-Geschichte. Ja. Ist jetzt wirklich eins nach dem anderen. Wie erstellst du deinen persönlichen Plan online? Wie ich die erstelle. Also ich nehme sicher mal Informationen auf für jeden persönlich, so viel wie möglich. Dann tue ich einmal einen Plan vorbereiten. Für das habe ich eine Software, die ich selber entwickelt habe für mich. Das geht jetzt noch weiter, aber das schauen wir, das ist noch geheim. Also du fühlst, was würde ich noch einmal sagen, das hat er glaube vergessen, weil es für ihn einfach völlig normal ist. Du füllst irgendwie einen vierseitigen Fragebogen glaube ich, mit Sachen, ich weiß nicht, ob er immer noch vierseitig ist, aber einfach über deine Gewohnheiten, was du isst. Gesundheitsfragebogen, Ernährungstagebuch. Du schreibst auf, was du isst und so weiter und so fort. Und anhand von dem tut er dann eigentlich nachher das. Also ich tue das eigentlich vorbereiten und dann je nachdem, wenn man dann das Gespräch hat oder nicht, das kann man ja auch bestimmen. Wenn man kein Gespräch hat, dann schicke ich den Plan dementsprechend auf schicken. Ist halt weniger genau, wenn ich noch ein Gespräch habe mit den Leuten, ist es natürlich etwas angenehmer auch für mich, weil dann kann ich noch gezielte Fragen stellen. Und messen? Messen, wenn man sich persönlich sieht. Online geht das ja nicht, oder? Im Moment, ja. Aber online tue ich mich dann einfach zu meinem Gespräch. Über das Gespräch kann man auch schon sehr viel herausfinden. Und dann kann man auch schwätzen miteinander. Und dann tue ich eigentlich das auch wieder einfließen lassen. Und dann tut man einfach mal an und dann schaut man auch mal, in welche Richtung das es geht. Weil, wie gesagt, ein Plan ist meistens nicht so das. Es geht das ist eine Anpassungssache. Es ist immer eine Anpassungssache. Wir müssen wirklich schauen, wie genau stimmt denn das etc. Was sind noch für Fragen? Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Weißt du, es könnte jemand noch einen Screenshot machen. Rutsch mal rüber. Dafür ein Screenshot geht. Dave, kannst du einen Screenshot machen? Ah, du bist niemand. Nein. Kann jemand einen machen von euch? Ich hoffe, es hat jemand einen gemacht. Gut. Erstes Gespräch hatte ich online vor ein paar Tagen. Ist super, geht sehr auf eine Person zu. Dankeschön, Xenia. Yay! Meine Mami, Daumen hoch, ich glaube, sie hat einen Screenshot gemacht. Oh, hallo Mami. Hani, danke, merci. Nein, habt ihr noch etwas, was wir noch beobachten? Genau, beantworten. Wenn jetzt noch etwas ist, dann würden wir das noch beantworten. Und sonst würden wir dann langsam, aber sicher Ade Merci sagen. Und das selbstverständlich 24 Stunden abspeichern. Und ich probiere es auch bei mir auf dem Nachteil abspeichern, weil ich es jetzt ehrlich gesagt recht informativ gefunden. Ich habe es super gefunden, die Fragen, die ihr gestellt habt. Ja. Ich schaue, wenn ich das irgendwie festhalten kann. Er fragt immer noch, wie es dir geht. Ja, das finde ich auch herzig. Er ist mega um euch besorgt, die bei ihm einen Plan haben. Außer der Mimi fragt er nie. Mir schreibt er immer nur, hey Dickerchen. Nein. Hallo, habe ich schon lange nicht geschrieben. Stimmt. Also, wenn nichts mehr ist, dürfen wir uns an dieser Stelle verabschieden und gehen jetzt kurz Nachtessen. Und ja, wünsche euch ganz schön oben. Merci Marco, dass du das gemacht hast. Ja, merci vielmals. Ja, danke schön fürs Mitmachen. Und sonst einfach noch bei Marco persönlich melden. Das ist der Herr Kraftplatz. Ihr könnt euch bei ihm melden. Oh, der Herr Kraftmeier, genau. Nein, einfach wirklich bei ihm reingüchseln. Blogbeiträge sind mega spannend und er beantwortet alle Fragen. Dankeschön vielmals. Ade, merci. Schönen Abend und Ade. Bis bald.